Mäh und willkommen zurück zu Cult of the Lamb. Ich habe wieder jede Menge zu tun. Unter anderem muss ich noch die Toilettenhäuschen-Quest beenden. Aber dafür brauche ich hier noch weitere von diesen Holzbohlen. Torben, mach du das mal bitte. Das wäre sehr nett. Ansonsten brauche ich generell noch mehr Holz, weil ich ja noch in dem Leuchtturm das Ganze aktivieren wollte. Hier kann ich eigentlich auch mal upgraden. Hab aber, glaube ich, gerade auch nicht die nötigen Ressourcen dafür. Apropos Ressourcen, ich sollte, glaube ich, auch mal langsam wieder auf einen Kreuzzug gehen. Habe ich hier? Nee, noch nichts Neues, schade. Ja, angeln muss ich auch noch, also viel, viel zu tun. Ich würde aber, glaube ich, tatsächlich echt gerne mal wieder auf den Kreuzzug gehen. Grasmahlzeiten kann ich ja hier ganz viel kochen. Ist ja kein Problem mehr inzwischen. Das ist ja ganz schön. So. Und das war's. Ich muss ein bisschen auf meinen Glauben achten, sehe ich gerade. Weil der auch schon wieder ein bisschen gesunken ist. Ich glaube aber fast... Oh doch, ich kann eine Predigt halten. Ich dachte, das hätte ich schon erledigt beim letzten Mal, scheinbar aber nicht. Ja, inzwischen sind wir ja einer weniger hier in unserem Kult durch einen gewissen Unfall, sage ich mal. Aber das hat ja keiner gesehen. Gut. Der Glaube ist wieder ein bisschen besser geworden. Ich weiß halt nicht, wie lange diese Leiste von der Quest noch hält. Kriege ich denn am besten noch Holz her? Eigentlich ja wirklich auf einem Kreuzzug, muss man ja ehrlicherweise mal sagen. Kann ich irgendwie einsehen, wie viel ich habe? Zwei. Oh, das ist sehr wenig. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie viel man brauchte. Aber das war mit Sicherheit noch mehr. So, kann ich ein Toilettenhäuschen bauen? Jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay, ich muss auf jeden Fall auf den Kreuzzug gehen. Anders geht's leider nicht. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Oh. Hier sehen wir, die erste Kette ist gesprengt. Dadurch, dass ich ja Leshy das letzte Mal besiegt habe. Oh, Moment mal. Hey. Oh, ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Hallo, du hast so viele Mäuler zu stopfen. Du brauchst sicher ein paar Samen. Weird. Ein Kultanführer ist immer gut fürs Geschäft. So viele hungrige Anhänger mit knurrenden Mägen. Ich richte mich hier ein und wenn du Getreide brauchst, weißt du, wo du mich findest. Du hast doch nichts dagegen, oder? Nö. Ach, Chamäleon. Ah, okay. Ich glaube aber, mal ganz abgesehen davon, dass ich eh zu wenig Geld habe, brauche ich das gerade gar nicht. Ach, Spinn. Okay, aber es hat sich noch keine neue Tür geöffnet. Dann gehe ich mal wieder nach Düsterholz. Oh, sieh an. Da bist du ja wieder. Die Winde des Wandelns wehen. Spürst du es nicht? Um uns herum knarrt und dreht sich die Welt. Früher verharrte sie unbeweglich. Unbewegte Jahrhunderte setzten Rost an. Nun ist Leshy gefallen und jetzt beginnen die Bewohner dieses Landes ihren Kampf um Macht von Neuem. Du wirst sie dieses Mal nicht so leicht loswerden. Ist das eine Drohung? Okay. Ich nehme mal hier diese Axt mit und diesen schönen Fluch. Sind das Leichen? Da waren Leichensäcke unten, oder? Das habe ich richtig gesehen. Das sieht... Oh Gott, was sind denn hier Leichensäcke? Aber die Knochen brauche ich ja auch, also gar nicht mal so verkehrt, die hier mitzunehmen. Und es fängt direkt an hier mit so einem Stachelraum. Was war denn nochmal die Taste zum Ausweichen? Oh, das war sie auf jeden Fall nicht. Ah, okay. die Stacheln. Ich hatte übrigens zwischenzeitlich mal überlegt, vielleicht die Schwierigkeit zu erhöhen, aber wenn sich das hier gerade verändert hat, dass alles schwerer ist, dann lasse ich das vielleicht doch nochmal. Kann ich den mal bitte richtig treffen jetzt? Oh, das hat aber viel zu lange gebraucht. Und die erste Tarotkarte. Krankes Herz. 10% Chance, einen kritischen Treffer auszuteilen. Ich nehme, glaube ich, den kritischen Treffer, weil das kranke Herz ist ja nur begrenzt
Warte mal, LT? Wofür ist LT da unten? Ach, das... Ah, ja doch, ich erinnere mich. Ich habe ja diese Fähigkeit freigeschaltet, dass ich zurückreisen kann. Oh, ich wurde getroffen, das ist nicht gut. Scheiße. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe auch, als ich die ganzen Aufnahmen von mir hier bearbeitet habe, gesehen, dass das letzte Mal, wo ich gestorben bin, mein Glaube auch total gesunken ist, weil meine Untertanen gedacht haben, ich sei schwach. Also muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht sterbe, weil das auch gleichzeitig den Glauben senkt. Und es ist wieder Nacht geworden. Ah, ich habe einen kritischen Treffer gemacht. Ich dachte schon, ich wäre selber getroffen worden. Ah, jetzt wurde ich getroffen. Scheiße. Oh, ich bin echt ein bisschen aus der Übung hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da habe ich mal ausnahmsweise meinen Fluch benutzt. Was ich immer vergesse. Oh nein. Immerhin war da ein Herz drin. So. Oh Gott. Ja, okay. Das hat schon mal ein bisschen was gebracht. Diese Fledermäuse gehen mir auch immer sehr auf den Senkel. Ich habe, glaube ich, übrigens so eine Waffe, wo so ein Geist manchmal erscheint. Das habe ich vorhin gar nicht vorgelesen. So. Okay. Und Heubodenbelag. Oh, cool. Aha. Heu, das auf dem Boden verteilt werden kann. Nice. Ein Herz nehme ich auch gern mit. Und was haben wir denn hier? Erhalte ein zusätzliches Herz. Das habe ich gebraucht. Das ist cool. Ich frage mich nur, das ist da so umkreist oder umrandet, ob das bedeutet, dass das nur temporär ist. Also, dass ich das nicht komplett behalte für den ganzen Run. Und da stand wieder, dass ein Bett zusammengestürzt ist. Aber eigentlich sollten ja genügend Betten da sein. Ja, cool. Jetzt habe ich doch wieder ein paar Herzen gesammelt. Holz. Oder Bewohner. Oder Fragezeichen. Oder Stein. Stein brauche ich nicht. Bewohner, ja. Ich glaube, ich gehe tatsächlich auf den Holzweg. Haha. Wobei, hier kriege ich auch Holz. Nee, warte mal. Ich gehe hier lang. Dann kriege ich einen Bewohner. Scheinbar mehr Geld, hoffe ich. Und Holz. Das hört sich doch besser an. Oh. So. Hier muss ich allerdings auch viel kämpfen. Ah. Und. Ah, der Geist hat, glaube ich, gerade attackiert. Das war gut. Das hätte ich besser nutzen können. So. Ah, da ist dieser Typ, der so Pfeile schießt. Und, ja. Okay. Wieder ein paar neue Gegner hier. Ich mache euch alle platt. Vor allem kriege ich schön viele Knochen. Das ist gut. So. Jetzt befreie ich dich mal, kleiner Hirsch. Retten. Oh, komm zu meinem Kult. So, weiter geht's. Und hier kriege ich wieder ein bisschen Hingabe. For free. Reisen. Doppelte Münzen. Ja. Ich hoffe, das ist nicht gefährlicher dort, aber... Okay. Oh, komme ich jetzt direkt zu einem Boss oder sowas? Ob das so eine gute Idee war? Hallo? Leshy. Muss ich jetzt nochmal Leshy besiegen? Hallo. Ich hab dich langsam satt, kleines Lamm. Wird Zeit, diese alberne Maskerade ein Ende zu bereiten. Warum muss ich denn jetzt nochmal Leshy besiegen? Wenn ich dadurch mehr Münzen kriege, warum nicht? Aber kriege ich dann das Holz am Ende noch? Ich hoffe. Weil das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich diesen Weg genommen habe. Das Schöne ist, wenn es hier wirklich brenzlig wird, was die Lebensleiste angeht, kann ich immer noch zurückreisen. Ich habe ja jetzt diese Fähigkeit freigeschaltet. Das ist, glaube ich, echt praktisch. Ich weiß allerdings nicht, ob das meinen
Glauben dann runterzieht. Es könnte natürlich sein, dass meine Anhänger da denken, die ist so schwach, die muss zurückreisen. So. Ja, ich habe natürlich jetzt nicht so super Waffen hier für den Endkampf. Aber das muss ich durchstehen. Okay. Noch einmal. Ich glaube, da habe ich sogar gerade einen kritischen Treffer gemacht. Ich könnte auch mal wieder hier... Zack. Ah, ich weiß nicht mal, ob ich die gerade erwischt habe. Ah, das war wieder scheiße. So. Schnell die Punkte aufsammeln. Das war besser. Okay, wieder diese Stachelphase. Ich muss auch mal langsam hier wieder die kleinen Gegner erledigen. So, zack. Ah, Hilfe. Die sind mir hier wieder ein bisschen zu viel. Oh, das ganze Bild war gerade schief. Hilfe. So. Okay. Ja. Ich habe viel zu wenig Eifer. Das ist nicht gut. Vielleicht sollte ich auch mal demnächst auf mehr Eifer skillen. Weil es doch ein bisschen nervig ist, wie viel ich jetzt brauche, damit ich meine Flüche hier freischalten kann. Na gut, ich kriege auch ein bisschen Punkte, wenn ich hier die Mini-Gegner besiege. Hilfe. So. Einmal habe ich wieder freigeschaltet. Zack. Ja, es braucht immer noch relativ lange, um Lashy zu besiegen. Ich frage mich, kriege ich dann wieder so ein Herz von ihr? Oder von ihm ist es, glaube ich, ein Er. Habe ich später festgestellt. So. Aber Lashy ist für mich irgendwie so ein weiblicher Name in meinem Kopf zumindest. So. Ja, okay. Leider habe ich immer noch keinen Fluch wieder. Ja, chill, Lashy. Na, ich wurde getroffen. So, okay. Zack. Bam. Ja. Und draufhauen. Kritischer Treffer, nice. Okay, wieder. Okay. So. Ah, scheiße. Jetzt muss ich aufpassen. Aber ich habe Lashy auch fast down. So, vielleicht noch einmal. Ja, einmal war es noch. Kriege ich jetzt wieder so ein Ekelherz? Oh, shit. Das war viel Geld. Und ich kriege einen Heuhaufen. Das wichtigste Item dieses Spiels. Ein Heuhaufen. Cool. Das hat sich, glaube ich, schon gelohnt. Ich weiß noch nicht, wie es sich jetzt mit meinem Leben hier verhält. Also mit meinem einen Herz da oben. Mal gucken, wie ich das hier durchstehe. Auch mal kurz einen Blick drauf werfen, wie es meinem Kult geht. Ja, Hunger und Glaube ist ein bisschen gesunken. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Du siehst mich hier in Ketten zu einem Nichts verkümmert, aber so ist es nicht immer gewesen. Ich wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und mich hier verrotten lassen. Jede der vier Ketten, die mich festhält, wird von einem der Bischöfe bewacht. Vernichte den Bischof und du sprengst die Kette. Zerstöre alle vier und ich werde frei sein. Ich gab dir neues Leben, Gefäß, und jetzt musst du meine Schuld begleichen. Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere einen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Okay. Muss ich das machen oder kann ich das machen? Weil eigentlich, ich bin eine Liebesektenführerin. Och Mann, jetzt habe ich kein Holz bekommen. Genau das, was ich brauchte.
Und die Toilettenhäuschen-Quest ist auch beinahe vorbei. So, aber da, die mache ich jetzt direkt, bevor die verfällt. So. Das ist falsch hier. Das muss ich auch noch gleich machen. So, zack. Hier unten. Kann ich, ja, dahin. Schnell bauen, bevor der Timer abläuft. Ich glaube, die muss ich auch mal lernen, die andere. Ah, Mann. Na gut, ich habe immerhin einen Anhänger dazu bekommen, aber trotzdem, das mit dem Holz, das nervt mich ein bisschen. Ich wusste aber auch nicht, dass man da nochmal Leschi besiegen muss. So. Domme. Wow, du hast es geschafft, wahrlich, du bist ohne Makel. Ich bin dankbar, großer Anführer. Gern geschehen. Ich habe doch gerne Toilettenhäuschen für dich gebaut, Domme. Cool, damit habe ich auch wieder was Neues freigeschaltet. Erstmal hier die Punkte sammeln. Glaube hat sich sowieso gerade wieder regeneriert, dadurch, dass ich siegreich zurückgekommen bin, glaube ich. Ich koche erstmal was. Wieder ein paar Grasmahlzeiten, kann man nie genug haben. Doch, die brauche ich noch. So. Dann koche ich mal wieder. Ich könnte natürlich auch mal wieder bessere Mahlzeiten kochen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie einfach das Gras nehmen können. Missionar. Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal die Leichengrube, die ich schon vor ein paar Parts bauen wollte. Einfach vorsichtshalber, falls hier mal was passiert, was nicht passieren sollte. Ja, mehr kann ich ja noch nicht, aber ich glaube, dann würde ich als nächstes diese Krankenstation nehmen. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. So. Eine neue Predigt. Moment, erst kommt hier der neue Bewohner. Der neue Untertane zu uns. So, ich habe gedacht, es muss jetzt auch endlich mal ein weibliches Mitglied hier in unserem Kult sein. Und ich habe hier so eine, wie ich finde, sehr coole Kuh erstellt, namens Franka. Und Franka hat eine starke Verfassung. Die Heilung verläuft um 15% schneller, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. Keimphobiker verliert 10 Glauben bei Erkrankung. Okay, willkommen Franka. Hi. Ach, mir fällt gerade ein, ich kann ja auch alle gleich wieder segnen bzw. inspirieren. Erst einmal schaue ich mir an, was ich hier machen kann mit dem Stein. Neue Doktrin verkünden. Das kann ich hier alles nicht. Ja. Hört mich an. So. Das ist das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht habe. Alle anderen habe ich schon mindestens einmal. Ich hoffe ja, ich habe ein bisschen Angst, dadurch die Predigten alle immer älter werden, dass irgendwann, ja, Mika, Nils und so weiter sterben wegen des Alters. Und vielleicht, wenn man hier so auf dieses Jenseits skillt, vielleicht kann man ja irgendwie das verhindern. Also das ist meine Hoffnung, deswegen ich skill nochmal da drauf. So, Ritual der Wiedererweckung. Aha, guck mal. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du tote Anhänger wiedererwecken kannst. Das habe ich gehofft, dass es das gibt. Also ich wusste das nicht, ich habe es einfach gehofft. Begräbnis. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um ein Begräbnis für einen deiner kürzlich verstorbenen Anhänger durchzuführen. Erhalte 10 Glauben. Nee, ich mache das mit der Wiedererweckung. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. So, neue Doktrin. Also, falls hier jemand stirbt, dann kann ich das wieder rückgängig machen, sozusagen. Ja. Dann einmal noch eine Predigt halten, schnell. Oh, und damit habe ich auch wieder was Neues freigeschaltet. Dann gehe ich, glaube ich, jetzt wirklich mal auf die Sache mit dem Eifer. Ja doch, ja doch. Cool. Oh, Franka unterbrochen. Mist. Ah, jetzt habe ich es nicht mehr geschafft, alle zu inspirieren. Ich koche noch mal ein, zwei Grasmahlzeiten. So. So, okay.
Ich glaube, dann gucke ich nochmal jetzt zum Ende des Parts beim Angler vorbei. Weil jetzt nochmal auf eine Mission, also auf eine, auf einen Kreuzzug zu gehen, würde, glaube ich, etwas zu lange brauchen. Von daher, vielleicht kann ich ja hier noch ein paar Fische angeln. So. Der Dicke da hinten. Ah ne, gut. Erstmal der Kleine. So. Okay. Das war wieder nix. Oh, endlich. Ein Hummer. Bitte sehr. Hummer, sehr gut, sehr gut. Wie versprochen, hier ein Stück des Schatzes. Thanks. Fehlt nur noch eins. So, ist inzwischen auch wieder Tag geworden. Das heißt, ich kann gleich wieder inspirieren. Ah, finally. Bitte sehr. Endlich, ein Oktopus. Sobald ich das hier aus den Wellen gefischt hatte, war mir klar, dass kein Sterblicher etwas damit anfangen kann. Hier kommst du ins Spiel. Weil ich nicht mehr sterblich bin, oder was? Damit ist das Ganze komplett. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit anfangen kann. Aha, Fliese. Du hast alle vier Teile eines heiligen Talismans gefunden. Talismane sind mystische Relikte, die rote Krone verwenden kann, um neue Fliese freizuschalten. Aha. Am Altar in deinem Tempel kannst du Fliese freischalten und dich damit ausrüsten. Oh, cool. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Du bist ein Ass mit der Angelrute. Du hast mich gut und reichlich versorgt. Wenn du mehr fängst, als du behalten kannst, kaufe ich dir die Dinger. Wenn die Ausbeute mau ist, verkaufe ich sie. Aha, okay. Da kann ich jetzt hier die Sachen verkaufen. Aha, aha, aha. Aber jetzt mehr habe ich davon nicht. Verstehe. Cool. Minus 60 Münzen. Wieso habe ich minus 60 Münzen? Ich dachte, ich habe die verkauft an ihn. Moment. Was? Wieso habe ich denn jetzt minus... Habe ich das falsch verstanden? Ich dachte, ich verkaufe die an ihn. Kaufen. Ach, ich habe die gekauft. Oh, nee. Ja, scheiße. Das hätte ich vielleicht mal vorher wissen müssen. Oh, nein. Ich mache so viele Fehler in diesem Spiel. Ich hatte mich so gefreut über das ganze Geld. Jetzt habe ich blöde Fische gekauft. Was soll ich denn damit? Ja, Holz habe ich immerhin bekommen. Ist schon mal nicht schlecht. Aber das wird nicht reichen. Mann. Das heißt, nächstes Mal nochmal auf den Kreuzzug gehen und wieder Geld sammeln und Holz. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.